Herzlich willkommen zum Trend der Woche bei Börse Stuttgart TV. Jetzt ist es doch passiert. Der DAX fällt heute Morgen zurück unter die 10.000-Punkte-Marke. Druck kommt dabei gleich von zwei Seiten. Einerseits führte der jüngste Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt dazu, dass der DAX nun auch technisch angeschlagen ist. Fundamental schwebt nach wie vor ein möglicher Brexit als Damoklesschwert über den Märkten. Wie die Situation derzeit am deutschen Aktienmarkt aussieht, genau das wollen wir jetzt klären. Mit Roman Pschibilla von der HSBC. Herr Pschibilla, wie würden Sie denn aktuell die Situation am deutschen Aktienmarkt bewerten? Ja, also der DAX zeigt sich auf jeden Fall deutlich angeschlagen. Im Boxsport würde man sagen, der Gegner taumelt. Also es ist tatsächlich so, dass mit den Verlusten gestern und heute der DAX natürlich in eine Situation reingeraten ist, in die er eigentlich tunlichst vermeiden sollte. Es ist tatsächlich so, dass der DAX mit dem Verlust heute so ein bisschen angezählt wirkt. Der übergeordnete Abwärtstrend, über den wir auch in den letzten Wochen ja hier gesprochen hatten, da fallen wir gerade wieder so ein bisschen rein. Mit dem Blick auf den Chart von dieser Woche war es eigentlich eingangs der Woche so, dass wir eher noch positiv gestimmt waren zu Beginn der Woche. Man sieht natürlich auch sehr schön im Chart, dass wir gerade am Dienstag ja mit einem satten Plus den Handelstag verlassen haben. Aber jetzt tatsächlich gegen Ende der Woche ist es so, das ist natürlich schon ein tiefer Schlag für den DAX. Und Sie haben es ja eingangs schon richtig gesagt, technisch ist er auf jeden Fall angeschlagen und zusätzlich kommt jetzt natürlich auch weiter Unsicherheit hinsichtlich Zinsentscheidung oder dann auch dem EU-Referendum. Deshalb, es ist tatsächlich so, dass es so ein bisschen dahin geht, dass Anleger versuchen sollten, das Risiko ein bisschen rauszunehmen, und das ist auch tatsächlich das, was wir aktuell so ein bisschen sehen. Wir halten also fest, die Stimmung am Markt wird zunehmend nervös. Wie können denn Anleger mit den steigenden Schwankungen am deutschen Aktienmarkt umgehen? Wie können diese darauf reagieren? Also was wir sehen, ist, dass Anleger vermehrt jetzt tatsächlich nach Alternativen sich umschauen. Sie trauen dem DAX dieses Jahr nicht mehr ganz so viel zu. Also gerade jetzt die letzten beiden Handelstage, da kommen vermehrt auch Anfragen hinsichtlich zum Beispiel CAP-Bonus-Zertifikate mit sehr, sehr tiefen Barrieren. Also beim DAX sehen wir da tatsächlich so auch die Nachfragerichtung 30% Abstand zur Barriere und mehr. Die Produkte bringen tatsächlich aber auch noch eine Rendite von, ich sag mal so 5% bis Jahresende, zwischen 5 und 8%, je nachdem, wie man das Risiko da wählt. Ist natürlich schon so, dass man gerade jetzt in den Phasen sieht, dass Anleger einfach dem Braten sozusagen nicht mehr wirklich trauen und eher nach Alternativen suchen, die vielleicht tatsächlich, sollten wir weiter fallen, trotzdem noch uns eine Rendite bringen. Abseits vom deutschen Aktienindex, welche Trends werden denn aktuell bei Ihren Anlegern gespielt? Welche Produkte, welche Märkte stehen derzeit im Fokus? Ja, da schauen wir auch diese Woche am besten auf die meistgehandelten Produkte der letzten Woche. Und auch da sehen wir tatsächlich ein CAP-Bonus-Zertifikat auf ThyssenKrupp, das auch einen Abstand zur Barriere von über 30% hat, Laufzeit bis zum Jahresende. Also man sieht auch auf Aktienseite tatsächlich, dass Anleger nach Alternativen zur klassischen Aktie suchen, zum klassischen Investment, um eben da ein bisschen Risiko rauszunehmen. Das ist jetzt hier auf die Aktie von ThyssenKrupp, aber wenn man da über die DAX 30 Aktien schaut, ich habe mir das auch heute nochmal angesehen, dann kriegt man auch in anderen Einzelaktien tatsächlich noch bessere Konditionen, das heißt 50% Abstand zur Barriere, teilweise auf eine deutsche Bank sogar 60% Abstand zur Barriere und bekommt immer noch eine Rendite von zwischen 5 und 8%. Deshalb da sehen wir schon, dass der Trend so ein bisschen hingeht, weil Anleger einfach tatsächlich dem Aktienmarkt dieses Jahr scheinbar nicht mehr ganz so viel zutrauen. Ansonsten als zweites auf der Discount-Zertifikate-Seite sehen wir ein Discount-Zertifikat auf den Eurostoxx 50, was ein bisschen offensiver ist. Da liegt der CAP tatsächlich unter dem aktuellen, beziehungsweise über dem aktuellen Niveau. Und da sehen wir tatsächlich ein bisschen eine offensivere Herangehensweise. Und dann auf der Hebelproduktseite
zum einen ein Faktor Long-Zertifikat, Hebel 10 auf den Silber-Future. Gerade das Silber hat sich ja auch in den letzten Tagen gut bewegt. Vielleicht auch gerade aufgrund der ganzen Unsicherheiten sucht man wieder eher einen sicheren Hafen. Und dann haben wir noch einen Open-End-Turbo-Call-Optionsschein. Bei dem Open-End-Turbo-Call-Optionsschein muss man dazu sagen, dass dieser bereits ausgenockt ist. Das heißt, hier kam es tatsächlich heute Morgen zum Knockout-Ereignis. Aber das zeigt, in der vergangenen Woche, Anfang der Woche, eben hier meistgehandeltes Produkt noch. Gerade auf der Long-Seite, da waren noch viele sehr positiv gestimmt, aber das ist jetzt seit, ich sag mal, spätestens seit gestern bzw. allerspätestens seit heute dann auch Geschichte, denn wie wir eingangs festgehalten haben, der DAX taumelt und das gewaltig. Roman Pschibilla von der HSBC, vielen Dank nach Düsseldorf. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Trend der Woche bei Börse Stuttgart TV.